Neuseeland, ein einzigartiges Schauspiel der Natur. Nicht grundlos wählte Peter Jackson das Land als Drehort seiner Herr-der-Ringe-Trilogie und setzte die Fjorde, Gletscher, Vulkane und Sandstrände beeindruckend in Szene. Auch meine Abenteuerlust weckte dieses faszinierende Land. So verbrachte ich 7 Monate am anderen Ende der Welt. Mein Name ist Jonathan, ich bin Rostocker und habe letztes Jahr mein Abitur absolviert. Derzeit bin ich Praktikant bei Unimedia. Ein Gelehrter sagte einst, Reisen, erst lässt es dich sprachlos, dann wirst du zum Geschichtenerzähler. Dies ist meine Geschichte, von der ich euch berichten möchte. Neuseeland ist in Nord- und Südinsel gegliedert. Wir kamen in Auckland Mitte Oktober an. Wie viele andere auch, reisten wir mit dem Auto nach dem Work-and-Travel-Prinzip. Damit wir unsere erste große Reise um die Nordinsel starten konnten, brauchten wir erst einmal Geld und gingen auf Jobsuche. Wir landeten bei einer Kiwi-Farm an der Ostküste der Nordinsel. Bedauerlicherweise war die Bezahlung nicht gut und die Arbeit sehr monoton. Jedoch kamen wir erstmals in Kontakt mit Backpackern jeder Nation. Diese interessanten Gespräche verkürzen einem die Zeit erheblich. Nachdem wir uns 6 Wochen an den Kiwibäumen ausgetobt hatten, begannen wir mit der Umrundung der Nordinsel. In dieser Zeit lernten wir die neuseeländische Bevölkerung kennen. Die Ureinwohner heißen Maori, während die damaligen europäischen Einwanderer sich selbst Kiwis nennen. Die Neuseeländer sind sehr bodenständige Menschen. Fremden sind sie meist freundlich gesonnen. Die Kiwis verlassen ihre Heimat sehr selten. Daher zeigen sie dir gerne versteckte Orte in der Natur, um auch die Konkurrenzfähigkeit ihres Landes unter Beweis zu stellen. Die Nordinsel ist bekannt für ihre subtropisch bewachsenen Regenwälder, viele Wasserfälle und unglaublich schöne Sandstrände. Somit verbrachten wir Zeit in den Wäldern mit kleinen Wanderungen und Angeln an Flüssen und Bächen. Nach Weihnachten und Silvester hatten wir die Nordinsel vollständig umrundet, waren jedoch so gut wie pleite. Dazu kam, dass wir unser Auto aufgrund von zu wenig Öl auf der Strecke zurücklassen mussten. Also nahmen wir die Fähre auf die Südinsel und kamen dort quasi wie Obdachlose an. Die erste Zeit schliefen wir in Parks, mit oder ohne Zelt und reisten von Ort zu Ort per Anhalter. Wir fanden einen neuen Job bei einer Fabrik für Meerestiere und Meeresfrüchte. Wir kümmerten uns um die Lagerung von frischem Thunfisch und dem Einladen der gefrorenen Thunfische in große Container, die dann verschifft wurden. Wir mussten jeden Tag über 10 Stunden arbeiten. Jedoch war die Vergütung dementsprechend hoch. Wenn wir mal einen Tag frei hatten, besuchten wir wunderschöne Nationalparks in unserer Nähe oder badeten in den klarsten Bergquellen. Nach 2 Monaten harter Arbeit war es uns möglich, unsere Reise fortzusetzen. Nachdem wir uns ein zweites Auto für wenig Geld kauften, durchquerten wir den schönsten Teil des Landes, die Westküste der Südinsel Neuseelands. Die Straßen grenzen an wunderschönen Küsten. Je weiter man in den Süden fährt, desto steiler und schroffer sind die Gebirgsketten. Das Hauptaugenmerk lag in dieser Region also auf dem Wandern. Wir legten enorme Höhenunterschiede zurück und erarbeiteten uns die schönsten Ausblicke auf Täler und Fjorde. Unseren Rückflug nahmen wir von dem Anschlagsort Christchurch. Es war schon einige Monate her, als das Attentat auf die Moschee verübt wurde. Trotz allem waren viele Gedenkstätten an Sehenswürdigkeiten angebracht, voll mit Bildern, Blumen und den selbstgebastelten Plakaten. Neuseelands Wirtschaft ist stark vom Tourismus abhängig.
Somit ist das Land bestens für den Backpacker-Tourismus ausgelegt und eignet sich gut für das erste Auslandsjahr ohne jegliche Erfahrungen. Während meines Auslandsaufenthaltes hatte ich viel Zeit, über mich nachzudenken und kam mit vielen Ideen, neuer Motivation und gestärktem Selbstbewusstsein zurück. Ich konnte mich ebenso auch mal wieder selber aushalten, ohne jegliche zwanghafte Selbstbeschäftigung. Neuseeland ist ein sehr junges Land. Die erste europäische Einwanderungswelle begann erst im Jahr 1770. Wer sich also ein florierendes Stadtleben mit alten kulturellen Gebäuden und ausgelassenen Partys erhofft, der wird leider enttäuscht. Wer sich aber von atemberaubender Natur faszinieren lässt und auch den kleinen Dingen im Leben seine Zeit einräumen kann, der wird definitiv auf seine Kosten kommen. Na, hallo. Ich werde mich jetzt wieder dem Ernst des Lebens widmen, aber wenn ihr die Zeit habt oder mal eine Auszeit braucht, dann zieht los, sammelt Erfahrung und schaltet einfach mal ab.